Heute möchte ich euch mal erklären, warum ich aus IOTA ausgestiegen bin. Und zwar aus diesem Grund. Es wird nachher noch genauer erläutert bzw. erklärt. Und zwar, schaut mal her. Von hier ist ja relativ die IOTA-Linie relativ flach gewesen. Mal rauf, mal runter. Man hat nicht genau gewusst, der Hase langläuft. Allerdings ab Dezember, sprich hier, da kam ja nach den Medien, die Nachrichten, Microsoft, Deutsche Bank, Deutsche Telekom und sonstige würden zusammenarbeiten mit IOTA. Daraufhin kam der Hype, zack, 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 zack. Alle kauften und kauften wie wahnsinnig nach dem Hype die IOTAs. Allerdings haben bzw. hat sich später herausgestellt, hier, es stimmt gar nicht. IOTA benutzt lediglich bzw. zusammenarbeitet ja, aber er benutzt lediglich nur die Server, um die IOTAs zu berechnen oder sonstige Sachen zu verwalten bzw. Geschäftsräume. Daraufhin stürzte IOTA ziemlich ab. Allerdings ist das ja auch nicht schlimm, denn die große Schwankungen Short Long bewegen ja den Kurs. So. Und diesem Grund erkläre ich euch jetzt, warum ich ausgestiegen bin. Hier hatte ich Interesse an IOTA bekommen, bin eingestiegen, so um den Euro rum, circa, plus minus. Dann kam ja der Hype, dass ich zum Glück mitnehmen konnte. Bumm, hier war es ja über 4 Euro. Das war ja in kürzester Zeit sehr, sehr, sehr hoch. Aber dann kam ja der Absturz nach den Nachrichten und da habe ich noch gedacht, ja, kurz danach wird es sich wiederholen, tat sich auch. Und hier hatte ich dann meine ganze IOTAs verkauft, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht und darauf gehofft, ja, nicht, dass es total im Keller geht, aber ich habe gehofft, dass es war vermutlich laut Falschaussagen natürlich der Kurs in Short geht, was ja natürlich auch war. So, damit habe ich natürlich den Mordskursgewinn von hier mitnehmen können, von hier. Im Schnitt, so, da war es ungefähr, die Höhe. Bis hier habe ich mitgenommen. Allerdings ist IOTA selber nicht schlecht, die Kryptowährung. Denn sie bietet ja an, falls es noch nicht bekannt ist, dass Geräte untereinander kommunizieren. Das sprich, wenn zum Beispiel ein elektrischer Rasenmäher, sprich so ein Rasenmäherroboter draußen ist und erkennt, dass die Sonne scheint, dann würde er mähen, bei schlechtem Wetter eher nicht. Dass er vielleicht matt stecken bleibt oder sonstige Sachen, oder der Kühlschrank die Milch lässt, dass sie automatisch bestellt wird, wie ja bekannt ist, ja, aus den Medien. Es ist nur noch, sage ich mal, in der Entwicklungsstufe, aber sicher, sicher ein sehr, sehr trendiges, beziehungsweise man darf es nicht aus den Augen lassen. IOTA sind sicher sehr gute, ja, Altcoins, kann man so sagen, und die werden sicher wieder steigen, aber jetzt zoome ich mal rein, also das ist ja die Trendlinie, so, zoomen wir nochmal ein bisschen rein, so, dann gestern war es dann soweit, da waren über 4 Euro, also runter, 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 und gestern war es endlich wieder soweit, hier ist ja eine Stütze, wie ihr sehen könnt, 1, 2, 1, 2, 3, da ist er gestützt worden damals, hier ist er gestützt worden von 1, 2, 3 Ebenen, wie ihr sehen könnt, und wenn ihr jetzt darüber schwenkt, hier so, dann könnt ihr sehen, das war ein Kaufsignal für mich, weil die Kerzen links dreimal, fast eher viermal gestützt waren, wo es nur eingestochen hat, die Candles, da war ein Kaufsignal. Nicht ganz unten, ungefähr so hier, bei 5050 war es, glaube ich, bin ich wieder rein und habe geordert die IOTAs, weil ich den Gewinn damals mitgenommen habe und jetzt hoffe ich, dass es fast relativ im Short ist, im Keller und die Kaufkraft wieder sich erhöht, sehr schön sehen kann. Hier ist der Wert ziemlich unter 20 und hier auch, das heißt, wir haben eine Trendbewegung nach rechts beziehungsweise langfristig nach oben, weil er muss oder sollte hier wieder rein und dann steigt er. Hier ist noch leicht nach unten, ja, es kann hier noch ein bisschen schwanken, die Trendlinie, wenn man so sieht, aber langfristig wird er, denke ich mal, wieder steigen. Garantie hat man keine, es ist spekulativ äußerst, aber die Leute, wo ja in diese IOTAs oder andere Währungen investieren, die wissen ja, wo
sie dran sind. So, jetzt klicken wir mal auf einen Tag rein, beziehungsweise eine Stunde. Da haben wir einen genaueren Wert, dass wir mal sehen, um was es hier eigentlich geht. Ja, der Handel ist sehr gering. Also hier ein leichtes ja, Long-Signal. Also heißt es nicht, dass es wie in dem Bereich aufsteigt, sondern nur so und nicht, also dauernd Short geht. Es wird Long gehen, aber nicht direkt und lange, weil hier sind wir schon oben. Das heißt, er wird sowieso gleich wieder runterfallen und da wir so lange unter der 20, 30 sind, ist es ein absolutes Short-Signal aus meiner Erfahrung her. Und wie gesagt, ich möchte nicht lange drum herum reden. IOTA ist und bleibt für längere Sicht, sprich die nächsten 6 Monate oder 2 Jahre, ein sicher lukratives Kryptowährung. Und es lohnt sich sicher zu investieren. Aber wie gesagt, es muss sich jeder für sich selber entscheiden, weil Gewinne sind gut, Verluste muss man aber auch hinnehmen. Und am besten mit Geld, das man übrig hat und keine Kredite aufnimmt, wie manches bei Bitcoin momentan machen, um die hohe Gewinne mitzunehmen. Okay. Also, da ihr das Video jetzt bis jetzt schon angesehen habt und hoffe, ihr euch gefallen hat, für die kleine Infos, warum ich meine IOTAs verkauft habe, beziehungsweise wieder gekauft habe, könnt ihr mich gerne unten liken, abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Wie ihr seht, jetzt steigt es langsam auf, darum geht der auch hoch. Der Wert ist aber eher am Fallen, das heißt, ja, die Sprünge werden nicht immens sein, aber ich denke sogar eher, wir können mal kurz auf die 6-Stunden-Basis gehen, was da der Wert sagt, ja, der sagt eher Tendenz fallend. Und wenn wir hier wieder rüber schwenken, Moment, hier haben wir es, ja, er ist zwar leicht im Aufwärtstrend, weil er knapp drüber ist, aber solange er hier nichts rausschießen kann, wird niemals solche oder solche Gewinne mitnehmen können. Wobei zurzeit die Gewinne, ja, jetzt habe ich schon zu viel gesagt, aber es wird sowieso gleich wieder runtergehen, denke ich mal, weil der Wert ist zwar oben, aber der muss fallen und der, ja, jetzt warten wir noch kurz ab, wie er reagiert, aber ich denke, der wird hier so bleiben und dann gleich wieder rein und dann runterstechen die nächsten paar Sekunden, beziehungsweise vielleicht ja, 1-2 Minuten, 2-3 Candles sollten wir noch mitnehmen, damit ihr auch seht, um was es hier geht. Im Übrigen habe ich auch in Ethereum investiert. Dazu erzähle ich euch nächstes Mal eine Geschichte. Ja, wie ihr seht, ist das schon wieder eingestochen nach unten. Und ja, jetzt fällt er auch. Und werde da noch ein paar nette Geschichten darüber erzählen, wie die Währung so ist und wie sie tickt und was man achten muss. Also kurzfristig, die nächsten paar Tage wird es noch nach unten gehen, beziehungsweise eher waagrecht nach rechts von der Währung Stabilität. Aber langfristig, sage ich mal, sobald sich wieder eine positive Wirkung auswirkt für IOTA oder andere die Medien davon berichten oder einige dann von Bitcoin abspringen, dann wird es sicher nach 50 oder 100 Euro ein IOTA wert sein. Aber es ist noch abzuwarten, bis es richtig ausgereift ist. So, jetzt habe ich extra nochmal meinen Computer angeworfen, beziehungsweise das Video zum Aufnehmen, weil ich ja euch zeigen wollte, beziehungsweise ob ich recht hatte. Und zwar, hier seht ihr, es ist eindeutig gefallen. Warum? Wie ihr seht, der Wert war wieder weit unter 20,30, wie ihr seht hier auch. Hier war zwar ein kleines Kaufsignal, jetzt geht es zwar wieder hoch, aber es bleibt vermutlich weit unten. Beziehungsweise heute ist sowieso ein kleiner, schmaler Zickzack-Long-Short-Bereich, aber so wie ihr seht, so kann man erkennen, wo es lang geht. Also, macht's gut, bis die Tage.